Es gibt bestimmte Regeln, wie man sich im Netz verhalten sollte, und das wird dann immer unter Netiquette verstanden, wie die Etikette, nur fürs Netz halt, deswegen Netiquette. Und hier zum Beispiel so ein paar Regeln vom Center for Learning Technologies, die eigentlich ganz nett sind. Und vielleicht entwickeln wir ja im Rahmen des Seminars auch noch weitere. Man sollte also gerade in Chats, wo mehrere Leute kommunizieren, einfach den Namen nennen, damit man weiß, wen man denn eigentlich nun meint mit seinem Kommentar. Man sollte in den Beiträgen knapp, aber klar sein, das heißt keine ewigen Romane schreiben, aber dennoch natürlich klar genug, um auszudrücken, was man meint. Genauso sollte man auch nicht einfach solche Leer-Posts machen, dass man einfach sagt, ja, stimme ich zu, sondern man sollte ein bisschen mehr erklären, warum man eigentlich zustimmt, und gerade in Foren, dass man dort etwas zur Diskussion inhaltlich beitragen kann, nicht einfach nur sagen kann, okay. Es ist natürlich immer okay, nicht einer Meinung mit jemandem zu sein, aber wie hier so sehr nett gesagt wird, keep the discussion civil. Das heißt, man sollte die Sache nicht eskalieren und einfach nett und freundlich dabei sein. Da kommen wir auch schon so zu fünf. Was bedeutet denn das eigentlich? Nett, freundlich und respektvoll zu den anderen Online-Kommunikationspartner sein. Also was man nicht machen sollte, sollte weder Schimpfwörter nutzen. Manchmal schreiben Leute auch Wörter in Großbuchstaben. Das wirkt aber so, als ob man es schreien würde. Und das ist auch nicht so besonders nett. Also das ist schon, wenn sie es ein bisschen eskalieren wollen, nur angesagt. Und man sollte auch nicht immer wieder denselben Satz wiederholen. Also das, naja, das kennen Sie aus, das wäre auch im normalen, in der normalen Kommunikation nicht nett. Dann gibt es das sogenannte Flaming, ja, und die Flame Wars. Das ist, wenn man jemanden sehr emotional oder also böse oder aggressiven Nachrichten beleidigt. Klar, sollte man das nicht machen. Das können wir uns aber vielleicht nachher nochmal anschauen, dass das sehr häufig vorkommt. Um effektiv zu kommunizieren, sollten wir auf alle Fälle Smileys oder Emoticons nehmen. Da sehen Sie ein Beispiel für das ganz normale Smiley, wenn Sie etwas lieb meinen und sich freuen darüber. Dann machen Sie so ein Zeichen, und zum Beispiel, wenn Sie was nicht so ganz ernst meinen, dann machen Sie ein Semikolon und eine Klammer zu. Das bedeutet dann, man klippert so mit einem Auge. Und falls Sie das noch nie gesehen haben, also Smileys, Sie müssen einfach Ihren Kopf nach links drehen, und dann sieht man, dass das eigentlich wie so ein kleines Gesicht ist. Hier Auge, Auge, und das ist dann der Mund, und dann ist das halt lustig. Aber das haben Sie schon alle gesehen. Ja, ob man solche Abkürzungen nehmen soll wie BRP für Be Right Back oder AFK für Away from Keyboard. Das können Sie machen, wenn Sie Freunde haben, die das alle super drauf haben. Wenn Sie mit Leuten sprechen, die vielleicht das nicht so, die nicht so mächtig sind, tut das die eher abschrecken. Also es ist ein guter Weg, um Eltern von den da rauszuhalten, aber manchmal muss man vielleicht auch mit Kommilitonen und Kommilitonen arbeiten, die das nicht so mächtig sind. Und auch ein toller Tipp, private Kommentare, wenn Sie irgendwas sehen in einem Forum oder so oder auch auf der Wall von einem Facebook-Account und Sie wollen dazu eine persönliche Stellungnahme machen, dann halt bitte nicht dort auf der Wall oder im Forum, sondern bitte schreiben Sie doch eine persönliche E-Mail oder eine Direct Message der Person.